Ja, willkommen zurück bei FIFA 19 Karriere. Das Vorgeplänkel ist vorbei. Nach der Abstimmung fängt jetzt an die erste Staffel unserer Trainerkarriere. Und zwar bei Union Berlin. Hier sieht man es schon, LP Union. Ich habe ihn gestern Nacht noch erstellt. Und ja, es ist jetzt so, dass ich auch einen neuen Trainer gefunden habe, der dazu passt, mehr dazu mehr. Aber nochmal auf jeden Fall vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Umso mehr Leute mitmachen, umso mehr macht Spaß. Das habe ich ja schon mal gesagt. Leider waren es nicht ganz so viele, aber trotzdem vielen Dank an jeden, der mitgemacht hat. Und hier ist dein Verein. Ja, LP Union mit dem neuen Trainer Angelo Ferkel hat das übernommen. Und hier, ich habe auch schon die Aufstellung gemacht, so habe ich aufgestellt. Ich weiß natürlich, ich kenne mich mit Union natürlich nicht sonderlich aus. Ich habe jetzt so mitbekommen, die sind wohl seit 8 Jahren in der zweiten Liga. Ich hoffe, ich finde nicht heraus, warum. Ansonsten, ja, ich habe halt schon so einen Jugendheinz da losgeschickt. Hier haben wir schon den Oscar Lee haben wir bekommen, ein Engländer. Auf den freue ich mich schon. Wir können ihn nur noch nicht holen, weil er erst 15 ist. Wir müssen warten, bis er 16 ist, um ihm einen Vertrag zu geben. Aber da unten die Werte. Ah, guck mal die Werte an, Alter. Antritt, Beweglichkeit, Sprungkraft, Stärke. Ah, schön. Also natürlich sind es wahrscheinlich nur geschätzte Werte, aber auf jeden Fall freue ich mich auf den. Da haben wir schon mal einen guten Verteidiger. Das ist immer ganz gut. Jetzt muss ich gerade nur kurz gucken, habe ich denn schon einen... Ja, ich habe auch schon einen Jugendtrainer losgeschickt nach Argentinien. Und sonst habe ich eigentlich noch nichts gemacht, glaube ich. Lass mich mal gucken. Nö, auch da Wunschliste, noch nichts hinzugefügt. Ja, wir haben das erste Spiel gegen Aue. Und wollen natürlich Union Berlin von der zweiten Liga bis hin zur Champions League führen, ist ja klar. Ne? Ich weiß natürlich nicht, ob Union jemals in ihrem Leben schon mal den Pokal der Landesmeister gewonnen hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass nicht. Ja, ich habe auch das Stadion so genannt, wie es heißt. Ne, ist ja klar. Das Stadion habe ich hinten weggelassen, weil das zu lang gewesen wäre für FIFA. Und nicht wundern, wir haben ein paar Plätze mehr. Ich habe eins genommen, wo ich fand, was so ein bisschen ähnlich aussieht. Und hab das dann mit um ein paar Plätze erweitert, was einfach auch daran liegt, wegen den Jubeln, wegen der Champions League und so weiter. Auch wenn man mal in der Bundesliga dann gegen die Bayern spielt, will man natürlich nicht auf irgendeinem Kickplatz spielen, ist ja klar. Deshalb habe ich so ein Stadion ausgesucht, was ein bisschen ähnlich aussah, hat ein paar Plätze mehr. Und es geht dann im Endeffekt jetzt los hier an der alten Försterei mit dem Schiedsrichter Ansgar von Hauenstein. Weltklasse 6 Minuten, das Wetter ist heiter, am 5. August 2018 um 15.30 Uhr. Wir hoffen natürlich jetzt mal, dass wir das gegen Aue hinbekommen. Ist ja klar. Jaha, das war jetzt easy. Und es geht los. Erster Spieltag, zweite Bundesliga. Hier im Stadion. Ich hoffe, das sieht halt wirklich ähnlich aus, weil ich war nie da. Ich habe nur so ein kleines Bild gesehen. Ja, Wolf Fuß, Frank Buschmann sind natürlich für diese Saison abgemeldet. Die haben nichts zu melden, nichts zu sagen. Die kümmern sich nicht um Union Berlin und hier das Altgestein Christian Tiffert mit 36 Jahren, der Spieler im Fokus bei Erzgebirge Aue. Und ich bin gespannt, was uns erwartet mit Union Berlin. Wir wollen natürlich einiges reisen. Wir haben ja im DFB-Pokal mit der Würzburg-Saison, warte, vorgeplinkt in Würzburg, haben wir natürlich gegen Union Berlin das Spiel verloren. DFB-Pokal, erste Runde. Hoffen wir mal, dass es jetzt mit ihnen doch weiterreicht. Ja, hier nochmal die Ausstellung von Union Berlin. Polter und Abdullahi müssen das vorne richten. Gegen, soweit ich weiß, eine 5-Mann-Abwehr bei Aue.
Ja, Mendel im Tor. Die Verteidiger, ja, 5 Stück. Kempe, Tiffer, Breitkreuz, Kaktulala, Rizzuto, Widran, Riese im Mittelfeld, Kvesic im offensiven Mittelfeld und die 2 Stürmer Nazarov und Testrui. Ja, 5-3-2 wird natürlich hart zu knacken für unsere Aufstellung. Wir haben ja eigentlich eher so eine ausgeglichenere Aufstellung mit dem 4-4-2 mit Raute. Sound? Okay, danke. Ich war gerade etwas verwirrt, weil wir keinen Sound hatten. Ach, ich muss gerade mal ganz kurz in den Einstellungen was gucken, denn ich habe ja privat ein bisschen gespielt. Okay, passt. Weil da hatte ich das Stadionambiente nämlich runtergestellt. Ich war mir nicht sicher, ob ich das schon wieder hochgestellt habe. So, Schmiedebach. Abdullahi. Ballverlust. Ja, fängt gut an. Erster Ballverlust der Saison von Abdullahi. Oh, der war gut weitergegeben, aber ja, der war zu ungenau. Ich habe ja was Lustiges rausgefunden. Noch. Was ich noch nie gemacht habe. Nämlich das hier. Ah, verdammt. Jetzt funktioniert's nicht. Vorführeffekt. Aber vielleicht können die das auch nicht. Ah, der kann's. Ist ganz lustig. Ich habe sogar geschafft, damit ein Tor zu machen. Bin mal gespannt, ob wir... Ach komm. Ja, die stehen nur im Weg, ne? Bis jetzt. Stehen im Weg und laufen dann blitzschnelle Konter. Oder versuchen es zumindest. Sind halt nicht so blitzschnell, deswegen... Ach, lol. Lol. Ich habe lol gesagt. Was ist da los? Okay. Jetzt mal nach vorne mit Hertel oder Hartl. Das ist Abdullahi. Er kann da nicht viel machen alleine. Aber das geht. Jetzt die Flanke. Zu nah auf den Torwart. Und... Hä? Hä? Was zur Hölle war das jetzt? Okay, Schiedsrichter hat irgendwie was geschnupft oder so. Ziemlich geil drauf zu pfeifen. Aber wenn man schon zu Gast in Berlin... Sorry. Ich mache mir Feinde. Okay. Ja, ich weiß nicht, was da gerade im Strafraum passiert ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, irgendwie ist mein Spieler, nachdem ich schon nicht mehr auf ihm drauf war, in den Torwart reingelaufen oder so, weil anders kann ich mir den Pfiff nicht erklären. Ja, hier. Hier. Ja. Freistoß für Union Berlin. Oh, ist das eine ekelhafte Position hier. Sag mal, kann ich nicht irgendwie... Das wird nicht funktionieren. Alter, wie viele da sind, ne? Wie viel Lila. Jetzt der Kopfball, da ist einer frei. Wieso tritt er denn ins Nichts, bevor, eine Minute bevor der Ball da ist? Das kann er sich selber nicht erklären. Hat er aus dem Affekt gehandelt oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war es bescheuert und schlecht. So. Abdullahi. Hartl. Ist in nicht so guter Position. Jetzt ist da Polter und holt eine Ecke raus. Hat sich der Gegenspieler gut reingestellt. Riese mit... Nee, Riese ist ja bei denen. Och, was macht denn der da? Ja, Ferkel ist auch nicht begeistert. Er ist der Meinung, wir schaffen das, aber so nicht, meine Freunde, so nicht. Verdammt. Ja, der war wirklich nicht schlecht. Hat ein bisschen die Präzision gefehlt, aber an sich zumindest schon mal eine gute Idee. Jetzt aufpassen, dass Aue hier nicht irgendwie mal offensiv was auspackt, weil die Aufstellung von denen ist gar nicht so defensiv, wie sie aussieht. Ach, jetzt geh doch aus dem Weg! Das war aber abseits, ne? Ja, man kann sagen. Ach komm,
Eine verdiente gelbe Karte. Boah, ich glaube, da braucht man nicht mal diskutieren. Ah, der hat mich so aufgeregt, ne? So, Trimmel. Ja, das Problem ist, wir müssen schnell kombinieren, können das aber nicht, weil einfach immer mindestens zwei Gegenspieler da sind, die einfach alles abdecken und meine Spieler einfach wieder nicht mitlaufen. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Also ich weiß nicht, das ist so ein altbekanntes FIFA-Problem irgendwie. Also ich hatte doch kein FIFA, bei dem es nicht so war, dass die Leute nicht mitgelaufen sind. Ne? Die laufen einfach nicht mit. Die bleiben da irgendwie konstant irgendwo stehen, wo es überhaupt gar keinen Sinn ergibt, dass sie da stehen bleiben. Abdullahi, ja. Zum Beispiel hier jetzt. Der hätte lieber einen Schritt nach vorne machen sollen. Abdullahi. Ja, aber was jetzt? Das ist halt immer das Problem. Wo soll ich denn hinpassen, wenn keiner frei ist? Ach, Mann. Ja, ich versuche auch nicht mehr ganz so oft Alter zu sagen. Was einem ziemlich schwer fällt, wenn man das hier die ganze Zeit sieht. Ach komm, gelbe Karte, Alter. Ja, klar. Ach. Ja, Schiedsrichter hat deutlich zu viel geschnupft, sag ich ja. Also ich weiß nicht, wo er da eine gelbe Karte gesehen hat. Das war weder ein taktisches Foul, noch war das irgendwie ein absichtliches Foul. Geschweige denn ein schlimmes Foul. Einfach mal eiskalt abgezogen. Aber Busk auf der Hut. Hartl. Abdullahi. Es will nicht klappen. Wir müssen uns echt was überlegen. Jetzt mal über außen, vielleicht mit Gogia. Gogia lässt den Gegenspieler stehen. Gogia, schöne Flanke. Aber ja, wieder ein Lillaner dazwischen. Es will nicht funktionieren. Jetzt nochmal die Ecke. Da ist der... Ja, ich wollte gerade sagen, da ist der Kopfball, aber der kam wieder mal nicht ran. Und der legt sich den Ball zu weit vor und Ballverlust. Ja, also so wie die bisher in den ersten 35 Minuten spielen, muss ich sagen, es wundert mich nicht, dass sie seit 8 Jahren in der zweiten Liga sind. Aber mir bleibt halt leider auch nicht so viel Auswahl, weil die hinten einfach mit allen Leuten drinstehen. Und da lässt sich halt leider nicht so viel irgendwie mal rausholen. Ja, wieder einer dazwischen. Ballverlust. Ich hasse Defensive. Oh, ich wollte gar nicht. Aber ich wollte eigentlich so Sequenz wegdrücken. So, Reichel. Abdullahi, da muss einer helfen. Warum hilft denn keiner? Wieso hilft keiner? Ich verstehe es nicht, wieso keiner mal hilft. Wenn da einer sich mal in die Lücke laufen würde oder so, dann wäre der Ball sofort drin. Ach komm, Digga, was ist denn los mit dem Schiri? Schieb dir die Karte in den Arsch oder so. Boah, ey. Nervensäge. 5 zu 1 Fouls. Ja, davon war vielleicht ein Foul wirklich ein Foul. Ja, ein Traum. Es steht 0 zu 0. Es ist gleich Halbzeit. Ich bin ein bisschen ratlos, wie ich da durchkommen soll. Das Problem ist, dass meine Mannschaft einfach nicht läuft oder sich mal irgendwie sinnvoll positioniert. Das wäre echt hilfreich, wenn die das machen würden. Hier, der hätte jetzt lieber laufen sollen, anstatt da stehen bleiben. Abdullahi kann es probieren auf Gogia. Der hat gleich wieder zwei Gegenspieler bei sich und verliert den Ball. Ja, ich bin ein bisschen ratlos, wie ich da durchkommen soll. Es steht halt immer einer im Weg. Immer. Mindestens einer steht immer im Weg. Ja, also, keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Also, sag mal so, wenn meine Mannschaft läuft, kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber wenn die nicht in die freien Räume laufen und so, dann kannst du es halt vergessen. Was soll ich da machen? Einwurf für mich, okay. So, Schmiedebach. Ja, Hartl.
Jetzt mal den Seitenwechsel. Da Reichel auf Hedlund. Und ach was, wie kannst du denn dich reinmachen? Ach komm! Hier, guck dir das mal an. Was ist denn das für ein Horst? Ja, es fängt gut an. Mit Union Berlin. Ja, geil. Ich glaube, wir haben den Fluch oder so. Mit diesem Fluch, dass es nicht läuft. Reichel. Vielleicht jetzt mal Reichel. Das ist Abdullahi. Kommt zum Abschluss und haut den Ball da 5 Meter am Tor vorbei. Ja. Ich weiß nicht so genau, was ich von der Mannschaft halten soll bis jetzt. Also wir kriegen irgendwie gar nichts hin. Aber da spiele ich ja mit Würzburg besser. So, jetzt die 5-Mann-Abwehr. Ja, ach komm, ja, spiel ihn doch am besten gleich nach hinten zum eigenen Torwart. Das ergibt noch mehr Sinn. Ah, Pfosten, weißt du, ich drück den Stick quer nach oben, sodass er den so ein bisschen quer nach oben spielt. Und er spielt den einfach geradeaus voll auf den gegnerischen Torwart. Hammer, oder? Scheiß Passhilfe, manchmal bist du keine Hilfe. Das ist Hartl. Oh, wieso läufst du denn nicht schneller? Lauf doch! Digga, nicht stehen bleiben und nicht rumgurken. Laufen! Oder willst du nicht gewinnen und willst kein Tor? Alter! Das war aber mein Ball, ne? Den hätte der im Leben nicht gekriegt. Abdullahi schickt hier jetzt mal und das drin. Hartl mit dem 1:0. Union führt in der 60. Minute. Das war ein Kraftakt. Das war ein Kraftakt der Spitzenklasse. Ja, Hartl macht das da eiskalt. Schön durchgesteckt der Ball von... ich glaube, Abdullahi war das, der den so durchgesteckt hat. Jetzt warte mal, tu mal anders und rein für ihn. Reichel kommt raus, weil ich das nicht brauchen kann, wenn jetzt gelbe Karten hinten sind. Und ich würde Redondo mal hier hin tun. Einfach mal versuchen, ob es so funktioniert. Ich setze Flügelspieler immer gern entweder in den links-rechten Mittelfeld ein oder im offensiven Mittelfeld, weil die da auch oft gerade mit ihrer Geschwindigkeit und Technik einfach sehr gut positioniert sind. Also auf meine Spielweise zumindest. Weil eigentlich ist die Aufgabe ja eher doch Spielmacher. Wobei das ja auch im... Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. So, jetzt. Nochmal nach unten. Parensen. Schöne Ecke, da ist Flanke, da ist nur keiner. Parensen. Schmiedebach. Einfach mal abziehen. Aber zu ungenau, beziehungsweise zu harmlos der Schuss. Redondo. Der neue Mann, Redondo. Guter Ball auf Anderson, das ist Abdullahi, das ist Redondo. Geht aber nicht rein. Ja, natürlich müssen sie sich ja auch noch an die neue Devise anpassen. Des neuen Trainers Angelo Ferkel, der mit der Devise, wir schaffen das schon, natürlich seine eigene so Devise hat. Alter, klär den scheiß Ball da weg. Ich schwör dir, ne? Ja, ich musste. Es war leider... Sonst hätte ich den Ball verloren, wenn ich den nicht abgespielt hätte. Nur leider war keiner frei. Deswegen musste ich es einfach mal probieren. Oh. Parensen muss da aufpassen. Und macht das gut. Parensen muss wieder aufpassen. Nee. Schmiedebach, glaube ich, war das. Der aufpasst. Oder Hedlund. Ja,
Fahndrich kommt für Vidra. Oder Vidra. Das erinnert jetzt an Captain America. Die Hydra. Die Vidra. So, jetzt erstmal hier hin. Das ist Redondo. Das ist Anderson. Hedlund. Der Ball auf Redondo. Redondo. Und der haut den Ball locker. Ja, ein gutes Stück am Pfosten vorbei. Ja, der ärgert sich selbst über seine... Ja, über seine schlechte Schussfähigkeit. Komm, 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 put, put. So, erstmal den Kopfball gewinnen. Jetzt der Ball auf Bogia. Ah, ist leider keiner vorne frei. Schmiedebach. Redondo. Ich glaube, das war Anderson, aber der lässt sich da nicht den Ball konsequent abnehmen. Muss ins Ausklären, der Gegner. Ja. Hätte es den Ball jetzt auch nicht irgendwie einen Meter noch nach rechts verschieben können oder so. Also weiter rechts passen. Weil dann wäre der nämlich angekommen. Ah, ist das ätzend! Ja, erstmal zurück zum Torwart. Oh, der war Glück. Aber immerhin kam er an. Trimmel. Trimmel. Trimmel auf Gogia. Hinten jetzt nicht wesentlich, aber ein bisschen offener als vorhin. Aber die sind halt auch mit, spielen jetzt natürlich mit wesentlich mehr Pressing, was das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger macht. Jetzt, und vor allem kommen sie hier immer wieder in Überzahlsituationen. Das ist nicht so geil. Redondo. Schmiedebach auf Gogia. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber es hat funktioniert. Anderson, Anderson. Und er kriegt den nicht rein. Da nochmal die Flanke. Jetzt ist er da. 2-0 Union Berlin. Redondo war das, glaube ich. Ja, die Abwehr noch nicht so ganz wieder in Ordnung gestanden. Kam sofort hier schön von Anderson, dann gut gehalten. Und dann direkt die Flanke, keine Ordnung in der Abwehr. Und dann Redondo, ja, kommt frei zum Kopfball. 2-0. Sauber gemacht. Torwart fast noch dran. Aber, ja, da ist Angelo Ferkel außer sich. Der freut sich natürlich über dieses Ergebnis. 89. Minute, 2-0. Und Aue will jetzt natürlich wenigstens noch ein Tor. Das ist ganz klar. Am liebsten würden die noch ausgleichen, aber dafür reicht die Zeit wahrscheinlich nicht mehr. Bis jetzt hat es... Ich glaube, Aue hatte in der zweiten Halbzeit, wenn ich mich richtig erinnere, glaube nicht mal eine gute Chance. Aber das ändert sich jetzt. Meine Herren. Busk, passt auf, mit einer Glanzparade hier aus der Drehung und dann Busk noch gerade so noch mit der Hand dran und verhindert hier das sichere Tor. Den hat er. Oh, 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 den hättest du aber lieber fangen sollen. Busk! Ja, das war's. Union Berlin gewinnt das erste Spiel in der zweiten Bundesliga mit 2-0. Verdient allemal, sie waren die bessere Mannschaft. Aue hat gut gespielt, aber natürlich, ja, Redondo hat sein Tor gemacht, hat ja, hat generell ein sauberes Spiel gemacht seit der Einwechslung und die Fans sind natürlich begeistert über diesen ersten Sieg ihrer Mannschaft hier an der Försterei. Ja, gucken wir uns die zwei Tore nochmal an. Den Rest braucht man nicht. Hier einfach nochmal Hartl. Hier gut gemacht von Abdullahi. Dann Hartl legt den da eiskalt rein. Da kommt der Torwart nicht ran. Da kann er machen, was er will.
sauber platziert. Ja gut, so sauber platziert war der gar nicht, aber ja, zu hart geschossen für den Torwart. Das 2:0 nochmal, Kenny Prince Redondo, hier Anderson, Torwart erstmal gut gehalten, dann nochmal die Flanke, zack und drin. Sauberes Kopfballtor von Redondo, schön gemacht. Das hat doch gut geklappt. Sehr schön. Ja, und eine Sache würde ich auch gerne nochmal angucken, und zwar die Parade hier, weil die war schon geil, oder? Hier von Busk, sauber durch aus der Drehung und dann kommt, hält er den tatsächlich noch. Hier nochmal schön mit einer Hand gerade noch so hingestreckt. Und ums Tor umgeklärt. Die Ecke darauf ist zum Glück nicht dabei, weil der hätte er fangen müssen. Die kam ja genau auf ihn, ne? Dass der den nur abgefälscht hat, war nicht so gut. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. So,